die nächsten 3 Monate hier in Kolumbien Volontärarbeit machen. Ich werde Videos hochladen für die, die es interessiert, und werde auch gleich damit anfangen, dass ich zeige, wie ich hier so wohne und wo ich arbeite. Kommt gleich mit! Also so kommt mal rein, das ist sozusagen das Wohnzimmer / Küchezimmer. Da schläft meine Pflegemama. Das ist hier das Badezimmer. Wird jetzt extra installiert, dass wir halbwegs warmes Wasser haben, obwohl es ist so gerade ein bisschen wärmer als kalt. Man muss hier jeden Tag duschen. Wenn man nicht jeden Tag duscht, dann ist man dreckig. Also wirklich, für die ist es ganz schlimm. Und ich denke jedes Mal, Leute, was ist mit meiner Haut? Seid ihr verrückt? So, mein Zimmer. Und hier wohnt bald die Jenny. Hier ist die Küche. Hier kocht jetzt gerade meine Mama. Was kocht sie hier? Das ist so widerlich. Ich kann nicht. Ich will das trotzdem mal probieren. Und dann sitze ich ganz viel. Das ist so ein bisschen drin und draußen gleichzeitig. Weil hier Empfang ist vom Internet. Ist klein, aber im Prinzip alles da. Hallo, ich bin aufgestanden. Ich bin kurz vom Weg rauszugehen. Ich zeige euch kurz, wie mein Frühstück mal aussieht. Und zwar macht meine liebe Mama mir immer eine ganze Tasse voller Früchte. Oder war es Frühstück? Das Wetter hier ist immer so verrückt. Ich dachte immer, in Norddeutschland ist das Wetter verrückt. Nein, hier ist das Wetter noch schlimmer. Hier ist es so launisch, du kommst gar nicht klar damit. Es regnet, dann ist Sonne, dann ist Regen, dann ist Sonne. Und dann zwar alle 2 Stunden, alle 30 Minuten kann es sich ständig ändern. Verrückt. Naja. Ich habe schon ganz Tränen bekommen vom Fenster offen haben. Hola, hola. Okay, ich muss gehen. Am Morgen sind die meisten Kinder noch in der Schule, aber etliche sind noch nicht zur Schule gegangen. Und diese paar Kinder sind dann da und mit denen spiele ich ein bisschen oder unterhalte mich, erzähle eine Story. Und die bekommen dann ihr Essen und gehen dann zur Schule. Krass. So, dieser Mann arbeitet seit 20 Jahren ungefähr fleißig jeden Tag. Sie helfen Kindern, die sozial schwach sind oder arm. Und meistens sind es alleinerziehende Mütter, die sie aushelfen. Und das macht er und die Köchin, die 2 Schultern hier an dieser Station, das Ganze allein seit 15, 20 Jahren. Das ist krass. Also ich bin beeindruckt von der Ausdauer, die sie zeigen. Puh. Jeden Tag für circa 10 Stunden. Kocht sie für uns, bereitet die Sachen vor, räumt auf und das alles alleine. Und ich denke, seit 16 Jahren macht sie das schon jeden Tag. Ahora o después, yo estudié, ¿estudiste? Yo estudié. Estudié okay, música. Lo que okay. Y ahora teológica. Okay. Teología. Uh-huh. Di, teología. 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 Ok. Vamos a mirar acá algún ¿cómo se llama? Algún videito. Yo no sé, bueno, igual ustedes pueden Gracias.
Gracias. Me conocí. No, no, also Jenny unterrichtet hauptsächlich Klavier und ich habe dann Klavier gemacht. Tres y dos. Dos y tres. Primera es dos. Sí, dos. Mira. Eso. Hace, mira. Eso. ¿Tienes? Sí. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück von der Arbeit. Auf dem Weg zurück gehe ich meistens zu Fuß, ungefähr 20 Minuten. Aber es ist ganz entspannt meistens. Zurück in dem Haus und ich mache mir gerade das Essen. Normalerweise mache ich das so 50-50. Ich kaufe mir da unterwegs das Essen ein oder ich koche selber. Aber heute habe ich mich entschieden für Fleisch und ich mache mir Salat noch. Das war's dann für heute. Ich werde jetzt gleich mein leckeres Essen essen. Es riecht so gut. Ihr könnt es nicht riechen, aber es riecht so lecker. Ja. Und dann chill ich noch. Und das war's dann auch. So läuft es eben halt. Ungefähr den Ablauf meines Tages. Und ich sehe dann euch beim nächsten Video, ne? Bye. Bis dann.